und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern zu einer weiteren Folge von Züge in Bayern on Tour. Wir werden heute diese Rundfahrt machen, die ich euch schon angekündigt habe, denn das Frankfurter Video wird nochmal verschoben, weil die Baustelle noch ist. Und deswegen werden wir jetzt erstmal mit dem Regionalexpress nach Nürnberg fahren, dort ungefähr 2 Stunden aufnehmen, dann weiter Richtung Würzburg, dort 1 Stunde aufnehmen. Dann weiter Richtung Retzbach-Zellingen, dort noch was aufnehmen und dann wieder zurück nach Bamberg fahren und dort vielleicht noch 1-2 Züge aufnehmen. Ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen. Ich denke mal, wir werden sehr viel Zugverkehr sehen. Und ja, wir haben heute den 2. Mittwoch, soweit ich weiß, im April. Wir haben heute sonniges bis leicht bewölktes Wetter, so um die 10 Grad, einen leichten Wind. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. So, die ersten beiden Züge, die wir in diesem Video sehen werden, ist der gerade eben durchgefahrene Zug auf Gleis 4, und zwar die MRC Vectron mehrsystemfähig mit ihrem KLV-Zug und Sattelauflieger. Warum der jetzt so wenig Sattelauflieger drauf hatte, vermöge ich nicht zu sagen. Entweder wegen Corona bzw. wegen dem Suezkanal. Keine Ahnung. Der zweite wird dann höchstwahrscheinlich noch sein, die Bereitstellung des RE nach Hof und Bayreuth, Abfahrt um 10.46 Uhr auf Gleis 4, wo der Zug gerade eben durchgefahren ist, Doppeleinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern. Und dann wird auch schon unser Zug kommen, der Regionalexpress 14 aus Saalfeld mit 49 nach Nürnberg aus Sonneberg. Abfahrt um 10.38 Uhr hier auf Gleis 3, mit dem fahren wir dann erstmal nach Nürnberg, wo ich mich dann wieder melden werde. Das wird eine Doppeleinheit Baureihe 442 von DB Regio Bayern Franken Thüringen Express sein. Bis dann in Nürnberg. Und nein, der zweite Zug ist nicht der RE, sondern das wird ein Güterzug sein. Das war ein gemischter Güterzug, gezogen von einer Baureihe 187 von DB Cargo. Der auf Gleis 9 einfährt. Da hat sogar Wagen von CD Cargo, also von der Tschechske Drahi, von der tschechischen Eisenbahn dabei. Und zwar relativ viele. Die ganzen EA-Wagen.
So, aufgrund dem Güterzug, der gerade eben noch gekommen ist, hat unser Regionalexpress 5 Minuten Verspätung. Ist ja nicht so schlimm. Und den warten wir nehmen das noch 5 Minuten und fahren dann erst Richtung Nürnberg weiter. Bis dann. So, und doch noch nicht bis dann. Wir schauen uns doch noch die Einfahrt des Regionalexpresses an. Stoppleinheit, Baureihe 612 von DB Regio Bayern nach Hof und nach Bayreuth. Und jetzt endgültig bis dann in Nürnberg. Also bis dann in Nürnberg, jetzt endgültig. Bis dann in Nürnberg. So, meine Lieben, angekommen in Nürnberg Hauptbahnhof. Wir werden jetzt hier von ca. 11.30 Uhr bis ca. 13 Uhr aufnehmen. Und dann werden wir weiterfahren Richtung Würzburg. Also viel Spaß. Der erste Zug, den wir sehen werden, ist eine Soloeinheit ICET, Baureihe 411 von DB Fernverkehr auf dem Weg von Wien nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Würzburg. Der hat Abfahrt um 11.30 Uhr auf Gleis 6. Also weiterhin viel Spaß. Der ist schon mal ein Klimaschützer ICET und er hat auch einen Namen, den ich euch gleich verraten werde. Und zwar Erfurt. Er hat Ausfahrt auf AB2. So, auf Gleis 9 ist übrigens vorhin ein ICE2 Doppelzug eingefahren, den habe ich nicht für euch aufgenommen. Der endet immer noch hier wegen den Baumaßnahmen und ist eine Doppeleinheit ICE2 Klimaschützer von DB Fernverkehr, Baureihe 402, der heißt Cottbus. Und ja, der macht jetzt hier seine Pause und fährt dann höchstwahrscheinlich in einer Stunde wieder zurück. Wir werden es beobachten. So, die nächsten drei Züge, die wir jetzt sehen werden, ist zum einen von Gleis 4 der Regionalexpress 42 nach Leipzig mit RE20 nach Würzburg. Der hat Abfahrt um 11.37 Uhr auf Gleis 4, ist der Zug, mit dem wir gerade eben gekommen sind. Die Doppeleinheit RE42 vom Franken-Thüringen-Express, der eine müsste fünfteilig sein nach Leipzig und der nach Würzburg müsste dreiteilig sein und der hat auch einen Namen, den ich euch dann gleich sage. Der nächste Zug, den wir dann sehen, ist die AB16 nach München über Teuchtlingen und Ingolstadt. Der hat Abfahrt um 11.38 Uhr von Gleis 8 und dann noch von Gleis 15 die Ersatzfahrt für den IC nach Karlsruhe. Das bedeutet nichts anderes, dass es eine Sandwichstation 101 mit 4 Fernverkehrswagen ist, als IC von Nürnberg nach Karlsruhe über Stuttgart von Gleis 15 Abfahrt um 11.41 Uhr. Das ist der fünfteilige. Und die dreiteilige heißt Max Küps, genau. Der fährt nach Würzburg. So, der ICE2 wird ins ICE-Werk Richtung Nürnberg rangiert. Zumindest mal raus in die Abstellung. Und die RB16 nach München ist ein Soloeinheit Twintec 6-wegig von DB Regio Bayern.
Wenn der ICE raus ist, hole ich mir kurz was zu essen und dann filmen wir weiter. Weil ich heute nämlich noch nichts gegessen habe. Hier hinten steht übrigens eine Baureihe 285 von der Pressnitztalbahn. Einfahrt ICE 720 nach Essen Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof mit ICE 1224 nach Paderborn Hauptbahnhof. Abfahrt 12 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B, C und D. Zug wird in Würzburg Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. So, jetzt noch einmal dazu. Das ist jetzt nicht der ICE, der hier auf Gleis 8 eingefahren ist. Das ist der ICE 705 von Hamburg-Altona nach Hamburg-Altona nach München Hauptbahnhof. Der hat Abfahrt so gegen 12 Uhr. Ich meine, der hat Abfahrt um 11.55 Uhr auf Gleis 8 und der ICE auf Gleis 7 mit einer Doppeleinheit ICE 3 Baureihe 403 von DB Fernverkehr. Und das ist ein ICE 1 von DB Fernverkehr Baureihe 401 mit dem Namen Gelsenkirchen. So, der ICE 705 nach München bekommt jetzt Ausfahrt pünktlich um 11.55 Uhr, wie vorhin schon gesagt, auf Gleis 8. Der ICE 1 von DB Fernverkehr. Und der gerade eben angesagte ICE 3 fährt auch ein. Der vordere ist schon mal kein Klimaschützer. Anschlüsse S2 nach Altdorf bei Dörfer.
Von dort hinten kommt eine Doppeleinheit ICE3 Baureihe 403 von DB Fernverkehr aus Richtung Dortmund. Essen Richtung München, der Abfahrt um 12.02 Uhr auf Gleis 9 ist ebenfalls eine Doppeleinheit Baureihe 403 ICE3 von DB Fernverkehr. Das sind beide Klimaschützer. Wie gesagt, unsere Doppeleinheit hier, der vordere ist keiner und heißt Freiburg im Breisgau. Und um den hinteren werden wir uns dann gleich kümmern. So, hier seht ihr die S2 nach Altdorf bei Nürnberg. Doppeleinheit Baureihe 442 von S-Bahn Nürnberg. Und unser ICE hat Ausfahrt bekommen, also gehen wir mal rüber. Und der hintere, das ist auch kein Klimaschützer gewesen und der hieß Tuttlingen. So, der andere ist Doppeleinheit Klimaschützer. Der eine hier heißt, der hintere heißt Augsburg. Der fällt jetzt dann auch gleich aus Richtung München pünktlich. So, und auf Gleis 6 fährt uns dann gleich der Ersatzzug für den ICE Richtung Berlin ein. Von München über Bamberg fährt er. Der hat Abfahrt um 12.04 Uhr und der fährt uns dann gleich ein auf Gleis 6. So, hier seht ihr den RE nach Stuttgart ausfahren. Das ist eine dreiwegige Einheit Stadler Flirt von Gorheit Baden-Württemberg. So, der Ersatzzug ist eine Solo-Einheit. Schützen Sie sich und andere, halten Sie bitte den Mindestabstand ein und beachten Sie, dass das Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Bahnhof verpflichtend ist. Bitte nutzen Sie die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. So, was ich eigentlich sagen wollte, der Ersatzzug ist eine Solo-Einheit ICET Klimaschützer Baureihe 411 von DB Fernverkehr. So, das ist der ICET mit dem Namen Frei und Hansestadt Hamburg.
Sie sich und andere, halten Sie bitte den Mindestabstand ein und beachten Sie, dass das Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Bahnhof verpflichtend ist. Bitte nutzen Sie die gesamte Zugänge zum Ein- und Aussteigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. So, was habt ihr jetzt gerade gesehen? Auf Gleis 15 ist der IC von Karlsruhe Ankunft um 12.19 Uhr eingefahren. Das waren 5 Doppelstockwagen von DB Fernverkehr mit der Baureihe 187, mehrsystemfähig von DB Fernverkehr. Und auf Gleis 16 ist eingefahren der RE, der wurde bereitgestellt. Der eine Zugteil hat nun den anderen Zugteil aus dem Vorfeld geholt. Wir fahren jetzt als Doppeleinheit Flirt, Stadler, Triebzug von Go Ahead nach Stuttgart um 12.40 Uhr, dann von Gleis 16. Der ist auch eingefahren. Und auf Gleis 7 wird gleich bereitgestellt der ICE nach Hamburg-Altona mit Zugteil nach Bremen Hauptbahnhof und Zugteilung in Hannover. Abfahrt um 12.28 Uhr. Das ist die Soloeinheit, die Doppeleinheit ICE2 Baureihe 402 von DB Fernverkehr. Ob Klimaschützer oder nicht und Namen sage ich euch dann gleich. So, und hier kommt jetzt auch rein rangiert.
So, was haben wir gerade eben gesehen? Also wie gesagt, die Ausfahrt des ICE 585 und 535 nach Hamburg und Bremen. Doppeleinheit ICE 2, Baureihe 402 von DB Fernverkehr. Und zwar der vordere hieß Cottbus und der hintere Bonn. Das heißt, das ist der ICE, der vorhin auch raustransportiert worden ist. Und auf Gleis 9 vorhin eingefahren, der ICE nach Wien Hauptbahnhof mit hinteren Zugteil nach Passau Hauptbahnhof. Der müsste normalerweise von Hamburg Hauptbahnhof gekommen sein und war eine Doppeleinheit ICET Klimaschützer Baureihe 411 von DB Fernverkehr. Und der hintere, der nach Passau fährt, der hieß Trier. Mal gucken, was wir noch so sehen. Erstmal sehen wir den RE nach Stuttgart ausfahren. Was der hier auf dem Gleis macht, weiß ich nicht. Das ist nämlich eine S3 nach Neumarkt in Oberpfalz. Es fängt schon mal so mit an, dass sie eigentlich in die Gegenrichtung ausfahren müsste. Solo-Einheit Baureihe 442 von DB Regio Bayern S-Bahn Nürnberg. Der ist jetzt hier auf Halt gefahren. Ich denke mal, der Rang wird das Gleis Vorfeld rangiert und fährt dann Richtung Neumarkt. Und der Zug heißt Marktfeucht. So, die S-Bahn hat Rangierfahrt bekommen und fällt jetzt aus. Übrigens auf Gleis 6. So, ihr seht ja auf dem Zwischengleis 10 eine 101 mit 5 zweite Klasse Wagen fahren. Ich nehme an, dass es auch eine Ersatzgarnitur ist. Was so viel bedeutet, wie dass bereits wieder ein ICE, also ein ICE2 verreckt ist und nicht weiterfahren kann. So, der RE nach Augsburg über Donauwörth und über Treuchtlingen und Donauwörth hat auch schon Ausfahrt bekommen auf HP2. Das ist eine sechswegige Einheit Baureihe 445 Twindex von DB Regio Bayern als RE 16. So, auf Gleis 8 fällt jetzt ein, der ICE 703 von Hamburg-Altona nach München Hauptbahnhof über Ingolstadt, Abfahrt um 12.53 Uhr. Und das müsste normalerweise ein ICE 1 Baureihe 401 von DB Fernverkehr sein und er fährt jetzt dann gleich auf Gleis 8 ein. Auf Gleis 3 fährt jetzt ein. Die S1 von Forchheim nach Lauf links der Pegnitz und das ist eine Doppeleinhaltbarei 1440 von DB Regio Bayern S-Bahn Nürnberg. Aber die kennen wir ja aus Bamberg. Kommenden Mittwoch werde ich ein Ankündigungsvideo hochladen aus gegebenem Anlass.
Und da werdet ihr dann informiert, wie es mit dem Kanal weitergeht, denn es gibt wieder gravierende Änderungen. Der ICE 1 wird dann auch unser letzter Zug sein, den wir hier in Nürnberg aufnehmen werden. Denn um 13.05 Uhr fährt unser RE nach Würzburg und den wollen wir ja nicht verpassen. Apropos, dieses Video läuft auch zum Würzburger Züge in Bayern on Tour, was extra nochmal gedreht wird, außer Konkurrenz. Das wollte ich mir nochmal angemerkt haben. Und da hinten kommt der ICE 1 auch schon. Schon mal kein Klimaschützer und der hat auch keinen Namen. Also bis dann in Würzburg. So, meine Lieben, willkommen in Würzburg am Hauptbahnhof. Wir werden jetzt hier ungefähr eine Stunde aufnehmen und unser erster Zug wird sein der ICE 28 von Wien Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Hanau. Der hat Abfahrt um 14.26 Uhr und ist eine Soloeinheit ICET Baureihe 411 von DB Fernverkehr mit dem Namen Falkenberg Elster und das ist kein Klimaschützer. Auf Gleis 7 fährt ein der ICE 788 von München nach Hamburg-Altona über Fulda. Der hat Abfahrt um 14.30 Uhr auf Gleis 7. Und ist, wie ihr sehen könnt, ein ICE 1 Baureihe 401 von DB Fernverkehr mit dem Namen Lüneburg. So, auf Gleis 4 fährt jetzt dann gleich der ICE von Hamburg-Altona nach München ein, über Nürnberg. Der hat Abfahrt um 14.32 Uhr auf Gleis 4. Der ICE nach München ist auch ein ICE 1 Baureihe 401 von DB Fernverkehr. Oh, und das ist der ICE nach Nürnberg und der fährt auf Gleis 5 ein und das ist eine Doppeleinheit
ICE 2 Baureihe 402 von DB Fernverkehr. Beides Klimaschützer, der heißt Bielefeld. Und der hintere, der heißt Oldenburg. Das ist also der ICE nach Nürnberg um 14:32 auf Vers 5 von Hamburg und Bremen. So ganz unter dem Motto, völlig unverhofft kommt oft, ist die 185 mit ihrem Ganzzug GRTX Kesselwagen vorbeigefahren auf Gleis 1. So, auf Gleis 2 seht ihr die Solo-Einheit 6-wegig Stadler-Triebzug von Go Ahead Baden-Württemberg auf dem Weg nach Stuttgart. Das ist der Zug, der auch schon vorhin durchgesagt worden ist. So, ihr jetzt dann gleich der IC 2082 von Freilassing nach Hamburg-Altona auf Gleis 6 einfährt zur Abfahrt um 14.40 Uhr, zieht erst noch die Baureihe 185 auf Gleis 1 hier im gemischten Güterzug durch und dann kommt der IC auf Gleis 6. Gezogen von der Baureihe 101 und Fernverkehrswagen. Warum der Zugteil von Oberstdorf nicht dabei ist, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nämlich nicht. So, kaum ist der Reiseverkehr durch, schon geht's los mit den Güterzügen. Kommen tut eine ELL Vectron mit einem Containerzug dran. Und zwar fährt der Zug auf Gleis 1 durch.
So, auf Gleis 6 fährt jetzt der ICE nach Essen und Köln-Messe-Deutz ein mit Zugteilung in Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof. Abfahrt um 14.55 Uhr, bitte Vorsicht bei der Einfahrt auf Gleis 6. Der ICE ist übrigens eine Doppeleinheit ICE 3, Baureihe 403 von DB Fernverkehr, beides Klimaschützer und der hier heißt Siegburgon. Der hier heißt Bergisch Gladbach. Der heißt Bergisch Gladbach und war der ehemalige kleine ICE. Und wie der andere heißt, werden wir gleich sehen. Der hier heißt Aachen. So, das war eine Solo-Einheit Baureihe 423 von der S-Bahn Rhein-Main. Was die hier macht, weiß ich nicht, schätzungsweise auf Reparaturfahrt oder sowas. Die ist jetzt gerade eben auf Gleis 3 durchgefahren. Der nächste Zug, der jetzt in Ausfahrt bekommt, den kennen wir auch aus Bamberg, und zwar die RB53 von Bamberg nach Jossa, Abfahrt um 15.01 Uhr. Solo-Einheit dreiwegig Baureihe 440 von DB Regio Bayern Mainfrankenbahn. Und der wiederum darauf folgende Zug ist der ICE von der Linie 41 vom Ruhrgebiet Richtung München über Nürnberg. Der hat Abfahrt um 15.02 Uhr auf Gleis 4 und müsste auch eine Doppeleinheit Baureihe 403 ICE 3 von DB Fernverkehr sein. Die 440 heißt Hagen-Büschbach und ihr habt gehört, die ICE Richtung München, Ankunft 15.02, Abfahrt 15.04, heute ist 5 Minuten Verspätung. Wer braucht schon eine Solo-Einheit bzw. Doppeleinheit ICE 3, wenn er auch so einen richtig geilen Auto-Ganzzug haben kann, gezogen von der DB Cargo roten Lokomotive und einem kompletten Ganzzug mit Fabrik 9 Autos drauf. Das ist doch mal richtig cool, oder? Da kommt es dann da gleich hinten im Güterbereich. Und zwar ist es eine Baureihe 185 von DB Cargo mit ihrem Autozug komplett. Und das müssten fabrikneue Audis sein. Ja, sind es auch lauter fabrikneue Audis. Wie geil. Ist einfach ein geiler Bahnhof hier, ne? Geil und abwechslungsreich. Der fährt auf Halt, deswegen müssen wir mal gucken, wann er weiterfährt. So, die Doppeleinheit ICE 3 Baureihe 403, wie gesagt, kommt jetzt dann gleich auf Gleis 4, auf
Klimaschützer ja, nein und Name ja, nein. Sage ich euch, wenn ihr kommt, aber jetzt bekommt erstmal unser Autozug mit der Ausfahrt. Und das ist einer von den ganz langen Zügen. Ja, wobei, muss gar nicht sein. Könnte aber schon sein. So, da kommt der ICE, der hier ist schon mal ein Klimaschützer. Heißt Wiesbaden. Der hintere ist kein Klimaschützer. Und heißt Göttingen. Doppeleinheit CE3. Vom Fernverkehr. Wenn der ICE ausgefahren ist, dann werde ich auf Gleis 3 wechseln und dort noch ein paar Züge aufnehmen, weil unser Zug nämlich um 15.17 Uhr nach Retzbach-Zellingen dann von Gleis 3 abfährt. So, unser Zug wurde gerade eben durchgerufen schon, die RB80 nach Karlstadt über Retzbach-Zellingen. Und deswegen steige ich jetzt dann gleich ein und wir werden uns dann in Retzbach-Zellingen wiedersehen. Ob wir zuerst an Main gehen und zuerst Bahnhof filmen, das gucken wir noch. Ich filme euch jetzt die Einfahrt und wenn es ein 4,25er ist, auch die Anfahrt hier in Würzburg. Also bis gleich in Retzbach-Zellingen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es ein 440er ist, deswegen filme ich erst wieder in Retzbach. So, meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen in Retzbach-Zellingen. Wir werden jetzt das hier ein bisschen auf Gleis 1 aufnehmen. Dann kurz hoch auf die Brücke gehen, kurz Richtung Main zum Fluss. Und dann noch ganz kurz zum Schluss noch ein bisschen auf Gleis 2, 3 aufnehmen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Video und mal gucken, was so kommt. Die Strecke ist ja für Güterzüge bekannt, wisst ihr ja vom letzten Mal von Würzburg-Zell. So, der erste Zug fährt, glaube ich, auf Gleis 1 durch, so ist es. Ein Güterzug gezogen von der Baureihe 185 von DB Cargo. Und zwar war das ein Ganzzug mit diesen Wagen, welche Gattung das ist, kann ich euch nicht sagen. Wenn es jemand weiß, kann das in die Kommentare schreiben. Der fährt jetzt von Würzburg Richtung Norden.
So, auf Gleis 3 fährt die RB53 von Jossa Richtung Bamberg ein. Abfahrt um 15.43 Uhr auf Gleis 3. Solo-Einheit Baureihe 440 von DB Regio Bayern Main-Frankenbahn. Der nächste Zug, der dann auf Gleis 1 einfährt, regionalzugmäßig, ist der RE 54 respektive 55 von Bamberg Richtung Frankfurt am Main über Gemünden und Aschaffenburg. Der hat Abfahrt um 15.47 Uhr auf Gleis 1. Vorher ist aber noch eine Durchfahrt gestellt worden für einen Güterzug, den wir uns natürlich auch anschauen. So, da kommt der Güterzug auch schon. Wir gucken mal, was das für einer ist. Schon mal eine VTG Retrag Vectron mit ihrem Autozug. Entschuldigt mich für das eventuelle Wackeln, aber der Zug fuhr ganz schön schnell durch. So, mit den Güterzügen im Blockabstand, da ist ganz schön was dran, denn auf Gleis 3 ist wieder Fahrt. Wahrscheinlich für den Güterzug, weil der Regionalzug ist ja gerade eben durch. Wir gucken mal, was uns auf Gleis 3 erwartet. Da kommt der Zug auch schon, ein gemischter Güterzug, gezogen von was DB Cargo Rotem. Und zwar eine Baureihe 185 von DB Cargo. Mit dem gemischten Güterzug Richtung Süden. So, der hatte ganz schön viele Schlaglöcher, würde ich mal sagen. So, jetzt kommt der RE 55 nach Frankfurt. Ein paar Reihen für 45 Twin Decks vom DB Regio Main-Spessart Express. So, die nächste 185 von DB Cargo mit dem Güterzug Richtung Süden auf Gleis 3. Das ist doch richtig cool. Und mal noch ein anderes Standort wie in Würzburg-Zell, würde ich sagen. Und auf Gleis 1 ist bereits wieder grün für den nächsten Güterzug Richtung Norden, Richtung Gemünden von Würzburg.
das war wieder eine Vectron mit ihrem Containerzug. Was für eine, sage ich euch gleich. Ich habe übrigens gerade eben beschlossen, die Brücke sein zu lassen, denn ihr wisst, ich und Brücken sind nicht so gut, da kommt meistens die Polizei dann. Und da oben fahren auch Autos, das will ich nicht riskieren, wir gehen auf jeden Fall trotzdem nachher kurz an den Main runter. Aber jetzt bleiben wir erstmal noch ein bisschen hier am Bahnhof, denn es gibt ja richtig coole Züge zu sehen hier. So, der nächste Güterzug auf Gleis 1. Und zwar war das Ganze eine RTS Baureihe 223 mit 4 oder 5 Bauzugwagen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Also Güterzüge im Blockabstand gibt es heute nicht, weil heute doch Dienstag ist und ihr wisst, Dienstag ist eher ein bisschen Güterzugflaute. Aber es ist da trotzdem einiges los bisher gewesen schon. Und es kommt mit Sicherheit noch einiges. So, auf Gleis 3 ist das Vorsignal wieder auf grün umgesprungen. Der Fahrtanzeiger seht ihr im Häusle ist auch da. Der RE nach Würzburg kann es nicht sein, der 445er Twintex, Baureihe 445 von meinem Spessart Express DB Regio. Weil der kommt erst um 16.10 Uhr hier auf Gleis 3 rein. Das heißt, es wird ein Güterzug sein, also drehen wir uns mal um. So, das ist eine Railpool 185, nee, 186. Mit ihrem sehr kurzen Kesselzug. Und die hatte eine Werbung drauf und die fand ich richtig cool, die Lokomotive. Der fährt auch Richtung Würzburg. Und der bleibt mit Sicherheit in Würzburg, weil die Wagen dann in irgendeinen anderen Zug reinkommen. Könnte ich mir vorstellen. So, da kommt der RE Richtung Würzburg, der RE 55, den ich vorher schon gesagt habe. Der nächste Zug, der jetzt dann gleich einfährt auf Gleis 1, ist die RB 53 von Bamberg nach Sterbfritz, Abfahrt um 16.15 Uhr. Das müsste eine Soloeinheit Baureihe 440 von DB Regio Bayern, mein Fahrplan sein. Der fährt jetzt dann gleich auf Gleis 1 ein. Ich denke, vorher wird kein Zug mehr kommen, denn das ist ja schon in 4 Minuten. So, der Fahrtanzeiger ist für die RB 53 auf Fahrt gegangen und auch auf Gleis 3 steht die nächste Durchfahrt für den nächsten Güterzug. Mal gucken, was kommt. Erstmal kommt die RB 53. Und der Zug heißt Kunzenhausen. Das ist das Fahrt auf Gleis 3 für keine Güterzug, sondern für die RB 80 von Karlstadt über Würzburg nach Treuchtlingen. Das ist auch eine Soloeinheit, Baureihe 440 von DB Regio Bayern Mainz-Frankenbahn. Und der fährt jetzt nach Würzburg ab um 16.18 Uhr.
So, auf Gleis 3 ist das nächste Signal auf Fahrt. Wir drehen uns um und gucken, was diesmal für ein Güterzug kommt. Oh, da kommt der Henkelzug, da kommt der Henkelzug, da kommt der Henkelzug. Ne, ist nicht der Henkelzug, ist aber trotzdem eine sehr alte Lokomotive mit einem Bauwagen dran, und zwar eine Baureihe 140. Und zwar eine Baureihe 140 von RCC Deutschland mit ihrem Bauhänger dran, Richtung Würzburg. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und die Farbgebung fand ich richtig cool. So, die nächste Durchfahrt auf Gleis 1 ist gestellt worden für einen Güterzug mit Fahrtanzeiger da oben. Schauen wir mal, was kommt. Diesmal habe ich meine Tasche zwischen die Füße gespannt, so dass ich vielleicht nicht ganz so viel wackle. Mal gucken. Eine Baureihe 187 von DB Cargo mit dem gemischten Güterzug. So, auf Gleis 1 ist die nächste Durchfahrt für den Güterzug gestellt worden. Wir gucken mal, was kommt, und nach dem Güterzug gehe ich mal kurz runter an den Main und dann gehe ich noch ein bisschen hier unten an den Wegsbotten. Jetzt gucken wir mal, was hier auf Gleis 1 für einen Zug durchfährt. Ich glaube, das ist kein durchfahrender Güterzug, weil da hinten kommt ein Junge. Vielleicht kommt noch ein Güterzug, keine Ahnung, wir werden sehen, was kommt. Doch, es kommt ein Güterzug, und zwar eine 185 von HSL. Mit ihrem Autoglanzzug. So, jetzt sehen wir uns dann gleich unten am Main wieder. So, wir sind wieder zurück am Bahnhof. Warum sage ich euch gleich? Sollte ich übrigens vorhin Dienstag gesagt haben. Ich meinte natürlich, wir haben heute Mittwoch. So, auf Gleis 3 ist die nächste Durchfahrt gestellt worden. Da kommt der Zug auch schon. Ein gemischter Güterzug gezogen von einer Baureihe 185 von DB Cargo. Was ich sagen wollte ist, hier ist es genauso scheiße zum Main zu kommen wie in Gmünden, weil die Brücke so scheiße gebaut ist. Also lassen wir den Main ausfallen und filmen lieber noch ein paar Züge. Ich bin jetzt 25 Minuten suchen gewesen, nichts gefunden. Ich habe sowieso so ein bisschen immer auf den Main geachtet, der da drüben ist, und es kam, glaube ich, sowieso kein Schiff, von dem her ist das schon okay so. Wir werden jetzt noch 10 Minuten hier aufnehmen und dann rüber auf Gleis 3 gehen, weil in 15 Minuten unser Zug kommt. Selbiges Spiel auf Gleis 1. Dieses Mal eine Baureihe 152 mit dem gemischten Güterzug. Richtung Münden. Ich muss sagen, es nimmt schon wieder Zustände an wie in Würzburg-Zell, weil ich will die ganze Zeit was trinken.
Jetzt wieder nächste Signalauffahrt, wieder auf Gleis 3. Mal schauen, was kommt. Und zwar eine Baureihe 185 von DB Cargo mit einem gemischten Güterzug. Besser gesagt, eigentlich fast ausschließlich mit einem gemischten Kesselwagenzug, aber egal. So, auf Gleis 1 ist die nächste Durchfahrt gestellt worden von dem nächsten Güterzug. Mal gucken, was jetzt kommt. Ein Vectron bzw. ein Smartron von RTB Cargo mit dem Alois Altmann-Zug am Haken. Den geschlossenen Autowagen. Hier riecht es lecker nach Pschütte. Auch eine Bauauto Pschütte fahren. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich des Verkehrs. So, apropos Zugbetrieb, das ist jetzt der letzte Zug, den wir hier aufnehmen werden. Die nächste Durchfahrt auf Gleis 1. Jetzt geht es doch los mit dem Blockbetrieb. Das müsste wieder ein Güterzug sein. Wie gesagt, der letzte Zug hier aus Retzbach-Zellingen. Wenn der durch ist, gehe ich rüber auf Gleis 3, dann fahren wir mit dem Twindex RE Baureihe 445 vierwegig nach Bamberg. Den nehme ich euch nicht auf, den kennt ihr schon zur Genüge. Und dann melde ich mich in Bamberg nochmal kurz, was da noch was Spezielles dann gibt um 19 Uhr. Also bis dann in Bamberg und jetzt viel Spaß beim Zug. Bis dann in Bamberg. Das ist eine Baureihe 185 von DB Cargo mit ihrem Avan ganz so. Also bis dann gleich in Bamberg. So, meine Lieben, zurück in Bamberg. Wir sind jetzt gerade eben mit dem Twindex hier angekommen und werden noch von 18.35 Uhr bis 19 Uhr hier aufnehmen. Mal gucken, was wir noch so für Zugverkehr sehen. Ich denke, relativ spannenden, interessanten Zugverkehr. Habt ihr jetzt gerade eben schon eine Baureihe 152 rangieren sehen auf Gleis 8 und die TLX Logistik Vectron mit dem KLV und Containerzug, die steht auf Gleis 9 und wartet auf Ausfahrt. Also mal gucken, was noch kommt. So, nach der Rangierfahrt von der 152 kommt eine CVB, eine EVB Logistik 185 von Railpool mit einer Diesellok Baureihe 275 und ihrem Holzzug auf Gleis 8 eingefahren. Wie ihr sehen könnt, ein Holzganzzug. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, auf Gleis 6 fährt jetzt dann gleich die ICE von München nach Hamburg-Altona ein. Der hat Abfahrt um 18.41 Uhr auf Gleis 6. Müsste normalerweise ein ICE 4 Baureihe 412 von DB Fernverkehr sein. Nein, es ist nicht ein ICE 1 Baureihe 401 von DB Fernverkehr. Das heißt, wir haben heute keinen ICE 4 gesehen, aber dafür anderen tollen Zugverkehr, das heißt nicht so schlimm. Und der ICE 1, der hat keinen Namen. So,
Achtung, da kommt die 152 zurück. Die hat nur ins Gleisvorfeld rangiert. Mal gucken. Gleis 2 steht RB 53 nach Würzburg, Hauptbahnhof über Schweinfurt. Abfahrt 18.42 Uhr. Gleis 3, Einfahrt RE 14 nach Nürnberg, Hauptbahnhof über Fürth mit RE 49 nach Nürnberg, Hauptbahnhof über Fürth. Abfahrt 18.38 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. So, dann fangen wir mal ganz kurz an zu sortieren, was gerade eben passiert ist. 152 ist, soweit ich gesehen habe, auf Gleis 10 reingefahren. Dann die Agilis, die gerade um 10.32 Uhr, um 18.32 Uhr von Ebern gekommen ist. Die auf Gleis 5 eingefahren ist, ist gerade eben rausrangiert worden, eine Baureihe 650, der Stadler RS1 vom Agilis. Und der RE49 aus Sonneberg mit RE14 aus Saalfeld nach Nürnberg, der gerade eben angesagt ist. Die Doppeleinheit Baureihe 442 von DB Regio Bayern Franken Thüringen Express ist eingefahren. Der RE49 war eine vierwegige Einheit und hieß Pressig-Rodigenkirchen. Ihre nächsten Anschlüsse RE32 nach Bayreuth, Hauptbahnhof über Lichtenfels. Abfahrt 18.46 Uhr. Von Gleis 4, RE 35 nach Hof, Hauptbahnhof über Lichtenfels. Abfahrt 18.46 Uhr. Von Gleis 4, RE 19 nach Sonneberg, Hauptbahnhof über Coburg. Abfahrt 18.54 Uhr. Von Gleis 4, IC 20, 60 nach Karlsruhe, Hauptbahnhof über Nürnberg. Hauptbahnhof, Abfahrt 19 Uhr von Gleis 3 und RB 25 nach Lichtenfels über Kreisstadt. Abfahrt 19 Uhr 4 von Gleis 2 direkt gegenüber. So, dann gehen wir nochmal kurz zum RE 14, das war eine fünfwegige Einheit, Baureihe 442. Und jetzt auf Gleis 2 fuhr gerade eben die RB 53 nach Würzburg. Abfahrt um 18.41 Uhr auf Gleis 2 aus, Solo-Einheit Baureihe 440 von DB Regio Bayern Mainz-Frankenbahn und die hieß Hagen-Büschbach. Der nächste Zug, der jetzt Ausfahrt pünktlich bekommt, ist der ICE 1. Der Holzzug auf Gleis 8 ist schon wieder draußen und die 152 ist mit Sicherheit auf Gleis 10 durchgefahren. Ich hoffe, dass die Elektron mit VLove Connected mit der Werbung drauf von TX Logistik mit ihrem KLV und Containerzug jetzt dann gleich noch Ausfahrt kriegt. Das ist auf jeden Fall mal eine einsystemfähige Elektron. So, in der Ansage vorhin habt ihr es ja gehört, der RE nach Hof und nach Bayreuth bekommt jetzt als nächstes Ausfahrt, Doppeleinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern. Bitte nutzen Sie die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.
Ich nehme mal an, dass nach dem RE der Güterzug rausgelassen wird. So, eine Übergabefahrt in den Hafen ist das hier. Gezogen von einer Baureihe 294 von DB Cargo. Und die zieht ein paar Container hinter sich her in den Bayernhafen nach Bamberg. Das ist interessant, weil ich nicht gedacht habe, dass die Container hier gefahren werden. Aber ich habe diesen kurzen Containerzug schon mal hier stehen sehen letzte Woche. Ich dachte mir, was machen denn die einzelnen Container hier? Und jetzt weiß ich, was die machen. Die gehen ganz einfach in den Hafen. Müssen wir mal gucken. Also die habe ich mal in der Früh gesehen, letzte Woche hier stehen. Scheinbar kommen, es war glaube ich am Mittwoch. Das heißt, die kommen Dienstag in den Hafen und Mittwoch wieder raus und am Donnerstag. Dafür, dass das ein kleiner Hafen ist, der Bayernhafen, ist das ja doch ein ganz schön, ja, großer Containerzug, oder? Auch wenn er nicht ganz beladen ist, aber voll ist er schon. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass jetzt dann nach dem Containerzug hier der TLX-Logistikzug Ausfahrt kriegt. Ganz am Anfang, als ich übrigens hierher gekommen bin, ist zu meinem Leidwesen der LKW Walterzug von der Werbevectron für Das ist Grün von DB Cargo meinem Leidwesen an mir vorbeigefahren. Das ist schade, aber egal. Und das ist mal ein mega langer Containerzug für den Hafen. Das ist immer richtig, richtig geil. Warte mal kurz, ich gucke auch, ob der wirklich in den Hafen fährt. Und das wäre auch noch mal so ein richtig geiles Ding, um es aufzunehmen. Fällt mir gerade so auf. Ich bin weiteres Zug in Bayern und Tour in Bamberg und so weiter. Wartet mal kurz, ich gehe mal kurz gucken. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber der biegt ganz klar links ab. Das heißt, der fährt ganz sicher in den Hafen. Also richtig cool, oder? Ihre nächsten Anschlüsse RB 25 nach Lichtenfels über Hallstatt. Abfahrt 19.04 Uhr von Gleis 2 direkt gegenüber. S1 nach Hartmannshof über Nürnberg. Hauptbahnhof Abfahrt 19.08 Uhr von Gleis 5. ICE 603 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg. Hauptbahnhof Abfahrt 19.17 Uhr von Gleis 3. RE 14 nach Saalfeld über Lichtenfels. Abfahrt 19.22 Uhr von Gleis 6. Und RE 49 nach Coburg über Lichtenfels. Abfahrt 19.22 Uhr von Gleis 6. So, in Anbetracht dessen seht ihr ja selber, die TX Logistik hat ihren KLV und Containerzug fast rausgezogen von Gleis 9 und auf Gleis 8 das eingefahrene IC Saaletal, das war das Highlight von Leipzig in Richtung Karlsruhe über Stuttgart. Was noch gleichzusetzen, unser letzter Zug ist, den wir aufnehmen, deswegen bis gleich zum Outro. Übrigens, hier ist die S-Bahn noch eingefahren, also bis gleich zum Outro. So, meine Lieben, ich wollte mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieses Video sehr gefallen, mir auf jeden Fall. Es gab ja sehr viel abwechslungsreichen Zugverkehr zu sehen, sowohl in Nürnberg als auch in Würzburg, in Retzbach, Zellingen und hier in Bamberg. Und ja, sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr es gerne liken, teilen, weiterempfehlen.
genauso alle anderen Videos und auch den Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen, euer Züge in Bayern, Robin.